Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Das Lied für heute heißt »Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig sein«. Eine Erkenntnis, die mir ganz wichtig geworden ist und der Autorin von dem Text für heute auch. Sie hat gemerkt, dass die Nacht von uns nicht mehr finster ist, weil Gott in unsere Welt gekommen ist. Und welche Konsequenzen sie daraus zieht, hört ihr jetzt aus ihrem Text »Die neue Zeit«. Ich nenne mich glücklich, denn ich bin Teil einer neuen Zeit. Denn ich habe erkannt, wie wichtig es ist, dass ich lebe, dass du lebst, dass alle wir leben. Dass meine Hand sich mit anderen Händen verschränkt, mein Lied sich vereint mit anderen Liedern. Denn meine Aufgabe habe ich erkannt, Schöpfer zu sein, Gestalterin meiner Zeit, die unsere Zeit ist. Ich will auf die Straßen gehen, aufs Land, in die Villen und in die Hütten, will die Trägen aufrütteln und die Tage Diebe und die, die das Leben verfluchen und die schlechten Geschäfte und die, die vor Zahlenreihen die Sonne nicht mehr erblicken. Die Ungläubigen, die Verzweifelten, solche, die die Hoffnung verloren haben, solche, die lachen und singen und mit Zuversicht sprechen, ich will sie alle ins Morgenlicht tragen, damit sie das Leben erkennen, wie es dahin zieht, schmerzhaft, herausfordernd, schön. Das Leben, das uns erwartet nach jedem Sonnenuntergang. Letztes Zeugnis eines für immer entschwindenden Tages, der die Zeit verlässt und niemals zurückkehrt. So sagt es Gioconda Belli. Wundervolle Worte, die uns darauf aufmerksam machen, dass unsere Nacht nicht finster ist, dass sie genauso hell ist wie unser Tag und dass wir uns am besten gegenseitig darauf aufmerksam machen. Seid behütet und bleibt gesegnet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.